Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play bei Florian TV. Heute geht's weiter mit dem griechischen Schrein. Und ja, wir werden heute weiterbauen. Und in der letzten Folge habe ich euch ja gezeigt, dass ihr das hier einmal die Umrandung machen müsst. Und wie ihr die Mauer hochzieht und das umgedrehte T baut. Genau, aus beiden Sichtwinkeln zeige ich das nochmal. Genau, jetzt müsst ihr natürlich auch erstmal, damit ihr das umgedrehte T benutzen könnt, also damit man es nutzen kann, müsst ihr erstmal eine Reihe sozusagen hier Steinziegel verteilen. Ich mache das jetzt ja mal vor. Das ist eigentlich ganz schön easy peasy, finde ich. Also, naja, man kann es so sehen und man kann es so sehen. Ja, und dann macht ihr einfach hier oben immer Stufen hin. Also ich mache das jetzt immer mit einem Block dazwischen. Und dann hier so hier dran und der nächste ist dann hier oben. So, und dann geht ja das Ganze, geht ihr dann auch so wieder runter. Ist eigentlich total einfach, das ist Schwierigkeitsstufe einfach. So, dann macht ihr euch hier wieder einen Block hin. Und dann geht ihr hier ganz einfach wieder runter, so. Und so solltet ihr, ne Moment, falsch. Dann geht ihr ganz einfach hier so wieder runter, so. Und so. So, dann habt ihr die Vorderseite schon mal so gemacht. Das sollte dann so bei euch aussehen. So total einfach sein. Das kriegt sogar jeder hin. So. Dann macht ihr das Ganze auf der Rückseite natürlich auch. Aber verbindet das Ganze natürlich noch. Ich mache das natürlich, weil ich fliegen kann hier auf meinem Server. Deswegen mache ich das ja auch. So, dann macht das Ganze wieder hier. Setzt dann hier eure berühmten Steine hin. So als Hilfe, ne? Hier hin. Macht er hier wieder einen hin. So. So, wenn ihr das dann geschafft habt, dann sollte das eigentlich auch ziemlich einfach sein. Eigentlich. So. Jetzt mache ich mir wieder meinen Stein hin. Die Markierung. So. 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 Dann sieht das nämlich von der anderen Seite nämlich total auch super, total easy peasy aus. Und ja, dann braucht ihr das nur noch, das Ganze, sage ich jetzt mal, nur noch ausfüllen. Also ich mache das jetzt nur noch so, so, so. Wer natürlich jetzt noch Lust hat, der kann natürlich sich noch mehr Arbeit machen und das noch verschönern mit ein paar Accessoires. Und die werde ich euch auch noch natürlich gleich auch noch zeigen, wie man das verschönern kann. Also wie gesagt, wir machen jetzt erst nochmal das Dach hier fertig. Ups. Sollte natürlich nicht so sein. So, macht einfach das Dach ein bisschen fertig. Ist auch gar nicht so schwer, das zu machen. Wie gesagt, füllt ihr die Lücken hier einfach noch raus. Und dann sollte das eigentlich ziemlich einfach sein. So, wenn er das dann gemacht hat, dann sollte das so aussehen. So sieht das dann von oben aus. Und so sieht es dann von vorne aus. Ja. So, und als nächstes packt ihr dann in den griechischen Schrein rechts und links. Natürlich mache ich das jetzt hier mit dem... packt ihr eine Vase hin. Bei mir ist es ein Blumenpot, sieht jetzt in dem Fall mal so aus. Sieht einfach schöner aus. So. Und wer noch mag, darf hier vorne gerne noch an den Eingangsbereich, hier vorne, darf da noch eine Vase hinstellen. Darf da noch ein bisschen hier Grünzeug mal hinmachen, wie auch immer. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und an der Stelle werde ich euch jetzt nochmal zeigen, wie weit ich denn jetzt mit meinem Spawn-Gebäude-Palast bin. Und ja, da fliegen wir jetzt mal als nächstes hin auf meinem Server. Ihr seht schon, dass es ein Mega-Palast wird. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf dieses Bauwerk und finde es auch super. Und wie ihr seht, ich habe seit gestern schon angefangen, den Turm zu bauen und ich bin schon so weit gekommen. Ihr seht schon, noch nicht ganz fertiggestellt, weil mir da noch ein paar Materialien gefehlt haben. Aber man sieht es aus der Ferne, man sieht es. So, und der wird dann genau exakt so wie der. Und dann kommt hier noch eine Mauer hin, dann noch da irgendwo dann, noch ein Turm. Da hinten noch ein Turm, da noch ein Turm.
Gebäude wird dann hier auch noch hinkommen. Aber das wird nach und nach dann alles gemacht, wie gesagt. Ja, an der Stelle werde ich mich auch erstmal von euch verabschieden. Und euch mit einem großen Dankeschön für die 140 Abos bedanken mich nochmal. Und wie gesagt, immer fleißig weiter abonnieren. Und nicht vergessen zu liken. Ja, so und bis dahin verabschiede ich mich mit einem großen Tschüss.